Willkommen zurück. Ich habe die ganzen Quests fertig gemacht, die wir noch hatten, außer einen, den ich gleich mit euch zusammen machen werde. Mal sehen, welcher das war. Ich glaube, der hier. Ja, Höhlenkrebseier. Müssen wir noch sammeln. Aber erstmal geben wir alle Quests ab, denn das ist lustig und wir kriegen ganz viele EP. Mach los. Handel mit Stein. Ja, achso, da kann ich euch ja nochmal zeigen, na? Der da, der Waffenhändler-Typ. Der verkauft ein Steinbeute und ein Köcher, glaube ich. Ich kann dir mal zeigen. Mach auf hier. Los, verkauft ihr Steinbeute und Holzpfeilköcher. Da drin sind 999. Warte, wo sind die hier? Da, 999 Holzpfeile. Die sollten reichen, um die 200 hier abzugeben. Und das könnt ihr dann bestimmt jeden Tag mal. Es gibt nur 5 Gold dafür und 21 Erfahrungspunkte. Was ist denn das für eine Verarsche? Okay, Handel mit Steinen können wir nochmal abgeben. Ah, hier kann man also so mehr oder weniger Gold gegen EP eintauschen. Und das können wir jetzt die ganze Zeit machen. Cool. Kann ich also die EP kaufen. Zum Anfang zumindest. Aber zwar so. Nehmen wir dich mit Zinkerz. Genau, ich habe Rohstoffe abgebaut, aber das werden wir dann gleich nochmal sehen. Weil ich das wohl öfters machen werde. Muss tun. So. Er hat einen neuen Titel. Gönner der Virius Werkstätte oder sowas. Nochmal Zinkerz, nochmal 20. Habe ich, glaube ich, sogar noch. Ja, habe ich noch. Ja, die nehmen wir nochmal alle an und geben wir nochmal ab. So geht das Level noch ganz leicht von der Hand. Ja genau, Kräuter habe ich nicht genug. So, hey. So, Eschenholz. Mal sehen, kann ich jetzt hier noch... Ja, einmal machen wir noch. So, wir brauchen die eh nicht. Weil wir keine Fernkampfwaffen haben. Okay, danach mache ich das Offscreen, was ich hier gerade mache. Was hast du denn noch für ein Quest hier? Handel mit... Achso, wir können es ja normal machen. Aber ich glaube, die nehme ich dann erstmal fürs Berufeskillen. Was haben wir hier noch? Was können wir noch abgeben? Winterbekleidung herstellen. Genau, die Wolfspelze, die ich eingesammelt hatte. Bah, ich habe viel zu tun. Ich kann hier nicht weg. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und leiten den Anführer der Pioniersgruppe von seinem Fortschritt berichten? Ja, können wir machen. Immer noch für dich, mein Freund. Fortschrittsbericht. Ja, den haben wir gerade angenommen gehabt. Die Kolonie braucht dringend einige Kräuter. Da wir wenig Leute haben, brauchen wir zum Sammeln eure Hilfe. Doch bevor ihr helfen könnt, müsst ihr zur Kräuterkunde-Ausbilderin Alice gehen und Kräuterkunde erlernen. Sie befindet sich in der neben der Hütte hinter mir. Ja, den Beruf habe ich schon gelernt. Und was ist das hier? Ausrottung der Fungi. Ja, ein paar Fungis mussten wir töten. Zurücklehnen, bla bla. Wolfpopulation, genau. Das waren die Quests, die wir vorhin auch schon gemacht hatten. Mal gucken, wir müssen jetzt... Hier, da habe ich gelernt Schreinerhandwerk. Aber das war, glaube ich, zusammen mit Holzfäller. Und Bergbau habe ich gelernt und Kräuterkunde. Was ist das? Oh, Flüge. Ich will auch Flüge. Ich werde jetzt meine Flüge haben. Ich kann immer fragen gleich, wann es die Flüge gibt. Aber ich muss jetzt erstmal, verdammt, wo waren die? Auf K, glaube ich. Genau, auf K. Den power ich auf. Den power ich auf. Was ist das? Knochenkette. Fügt dem Ziel 12 Sekunden lang alle 2 Sekunden 8 Schaden zu. Aha. Eisnebel hatten wir vorher schon. Also ein Spontanzauber, der Schaden macht. Ja, zum Leveln nehmen wir mal den Schaden mit. Nicht genug, auch nicht genug. Dafür haben wir auch noch genug. Jetzt haben wir nicht mehr genug dafür. Okay, was haben wir hier noch? War hier noch ein Quest? Ah ne, es war der, den ich nicht annehmen kann, aus irgendeinem Grund. Jetzt kann ich. Achso, das ist... Das Fungi-Ausrotten-Ding nochmal. Das kann ich dann nochmal offscreen machen. Sehen. Ja, die da kann ich noch abgeben wieder. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Dann hier, wir sollten... Damit er sich Instrumente bauen kann... ihm
Irgendwie fünfmal, wo ist hier, Eschenrohholz herstellen. Mal gucken, können wir nochmal. Gut für die Stimme. Letzte Zeit brauchen wir einige Sachen große Sorgen. Es ist folgendes. Ihr wisst natürlich, wie unglaublich schön meine Stimme ist. Deswegen sind ständige begeisterte Fans da mir, die mich singen hören wollen. Und um sie bei Laune zu halten, habe ich ein bisschen zu viel gesungen. Und davon ist meine Stimme in letzter Zeit etwas heiser geworden. Und für einen Sänger wie mich ist das eine totale Katastrophe. Bitte holt mir einen Hustensaft von Alice und ich und meine Bewunderer werden es dir danken. Jo, mach ich doch. Ich zeig mal hier schnell, Holzfäller. Dann hier Eschenrohholz, dazu brauchen wir zweimal Eschenholz, dass wir hier irgendwo abbauen können. Mache ich wahrscheinlich dann gleich auch nochmal, wenn wir zum anderen Quest gehen. Alice, wir brauchen Kräuterkunde lernen, habe ich fertig. Du hast Stufe 10 erreicht, kannst du eine Sekundärklasse wählen. Nachdem du jetzt eine aktuelle Quest abgeschlossen hast, suche Gregor und Bürgermeister von Loga auf. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr nach Loga kommt, müsst ihr Taste M. Ja, das war da oben in so eine Stadt. Gut für die Stimme. Ja, Alice hat genug. What the fuck? Eine Primärklasse, nur Priestess. Also die. Mal gucken, was haben wir hier noch? Belebt ein totes Ziel zu neuem Leben und. Und mit 30% weniger Sterbemalus kann nicht während des Kampfes eingesetzt werden. Für 1800 Sekunden wird das Ziel einmal direkt vor Ort an der Stelle wiederbelebt. Zweimal. Hä? Ach so, das kann man auf sich selbst irgendwie oder auf andere machen und der wird dann, wenn er stirbt, wiederbelebt. Anscheinend. Was nehmen wir jetzt noch? Wir haben 1000 Dinge ins Kirchen. Den Pound auf 10 auf. Den Pound auch auf 10 auf. Den auch. Diesmal müssen wir ja nicht so viel machen. Oh, 600. Mal sehen. Ich mache lieber direkt Schaden. Obwohl, so Schaden über Zeit ist eigentlich viel sinnvoller. Egal. Aber Knochenkälte, den. Ich pack mal das Lasso hier raus. Hör. Das ist ganz. Ja, das Immun-Ding ist auch ganz cool. Verbraucht keinen Mana und gibt alle Gruppenmitglieder Reichweite voller HP zurück. Ja, das packe ich zu den Lebensdingern hinzu. Und das Ding auch. Ah, ne. Eisnebel verlangsamt das Ziel. Cool. Das packe ich mal da mit rein. Und reißende Fluten, sowas hatten wir, oder? Immun gegen alles. Mal gucken, was können wir noch abgeben? Hier ist irgendwo noch ein Quest, den wir abgeben können. Achso, wir müssen noch zu. Wir haben ja jetzt einen Hustensaft geholt. Und geben das jetzt auch ab. Bergbau lernen. Yay, neuer Quest. Den mache ich dann wahrscheinlich wieder offscreen, damit ihr nicht seht, wie ich alles machen muss. Die ganzen langweiligen Dinger. Ach, ich habe mein Dort vergessen, den Beutel aufzumachen. Und den kann ich jetzt zweimal mal wieder aufmachen. Eine Halskette. Die packe ich mir doch mal rein. Und dann können wir nochmal aufmachen. Ein unbekannte Rune Stufe 1 bis 10 ist da drin. Okay. Das waren wohl ein paar mehr Runen. Mal gucken. Was habe ich für Handschuhe? Ich habe gar keine Handschuhe, also packe ich die nur mit rein. Ich habe übrigens ein bisschen neues Equip bekommen. Und ja, ist aber nicht so erwähnenswert. Aber ich habe mir extra eine Rune übrig gelassen. Dass ich drei Intelligenzrune, die packe ich mir auch beim Start, damit ihr seht, wie das funktioniert. Also rechtsklick darauf und dann haben wir dann eine Rune drin. Jetzt haben wir drei Intelligenz mehr und wir haben jetzt mehr Mana als Leben. Das finde ich extrem toll, weil ich als Priester mehr Mana als Leben brauche. Ja, okay, los, gehen wir das noch einmal ab und dann ist okay. Aber soll ich mir erstmal meine Sekundärklasse holen? Und dann den Quest mit euch machen? Oder nicht? Ach, den wollte ich ja. Ey, das kann ich mir für meine Sekundärklasse aufnehmen, und ich die leveln kann. Man muss die irgendwie einzeln leveln. Okay, ich mache für mich jetzt mal einen Cut. Ob für euch das Video zu Ende ist, weiß ich gar nicht. Wenn nicht, dann seht ihr mich gleich wieder und dann machen wir einen Quest oder suchen uns eine Sekundärklasse. Bis dann.